zwischen Islam, Koran und der Bibel große Unterschiede gibt. Das heißt, wenn Sie uns sagen werden, guck mal, Jehova, der Name, ist in der Bibel, dann werden wir zu Ihnen sagen, ja, ist nicht bei uns im Koran. Und wenn er in der Bibel ist, wir haben gar kein Problem damit, das eventuell als Name Gottes akzeptieren zu können. Ja, Koran aus folgendem Grund. Aus folgendem Grund. Weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, Es'aluka bi kulli ismin huwa laka samayta bi nafsika wa anzalta fi kitabika wa lam ta'lam khalqa aw istathaka bi fi'l ghaibika. Das heißt, ich frage dich bei jedem Namen, den du herabgesandt hast, weil Gott hat mehrere Namen bei uns. Und den du bei dir selber verborgen hast oder den du einen von deiner Schöpfung gelehrt hast. Das heißt, wenn es so ist, dass dieser Name irgendwie jemand gelehrt worden ist, dann haben wir kein Problem damit, so etwas zu akzeptieren. Aber da komme ich direkt zur ersten Sache, weil Sie wollen darauf, Sie wollen auf diesen Namen. Den Namen wollten wir erstmal klarstellen. Das heißt, ist kein Problem. Sie erwähnen, weil er hat mehrere Namen, dann muss ich Ihnen widersprechen, er hat mehrere Titel. Nein, der Allmächtige und so weiter. Nee, aber sagt, Namen hat er nur einen. Nein, Allah sagt im Koran, walillahi asma'ul husna. Ja, Allah sind die schönsten Namen. Sehen Sie, da kommen wir auf einen Nenner. Aber Sie meinen also, dass es wichtig ist, den einen Namen Jehova Gott so zu nennen? Ja. Ja, okay. Aber woher wollen Sie wissen, dass der Jehova ausgesprochen wird? Das können das ist ein Tetragrammaton. Ja, ja, Tetragrammaton. Wir können entweder war er Jahwe oder Jehova. Aber ja, das hört ja ganz anders an. Ne? Da in Europa, ja. In Europa seit 1400, sowas schon, immer der Name Jehova da war, da waren Jehovas Zeuge noch nicht. Ja, okay, aber hier sagt man Jehova, in England sagt man Jehova, ja, da sagt man Jahwe, da sagt Jahwe. Mein Name wird in England auch anders ausgesprochen. Nein, das mag sein, aber das ist ja trotzdem ein Unterschied. Aber Sie wollen jetzt sagen, dass der wahre Religion, weil ich habe das hier zum Beispiel, ich habe hier ein Buch von Ihnen, was die Bibel wirklich lehrt, ja, da ist hier, geht es auch um den Namen, ja, und da geht es darum, Eigenschaften der wahren Religion. Da steht, wer die wahre Religion ausübt, betet einzig und allein Jehova an und macht Jehovas Namen bekannt. Ja. Richtig? Ja. So, also das ist, damit wollen Sie sagen, dass Sie diejenigen sind, die Jehovas Namen bekannt machen und Jehova ist der Name von Gott, sind Sie auf dem richtigen Weg. Bekannt machen. Steht da hier. Wir tun es heute wieder. Ja, ja, genau. Wir tun es. Die Christen früher hatten ja den Namen drin. Ja, heute finden Sie ihn nur noch in der Bibel bei denen als Fußnote. Das meine ich. Also den Namen Jehova. Können Sie sonst auch, steht immer nur Herr. Können Sie altgriechisch? Dann habe ich eine Frage an Sie, wenn das so ist. Warum steht in den altgriechischen Manuskripten Codex Syriaticus kein einziges Mal der Name Jehova? Und in der Übersetzung der Zeugen Jehova steht 237 Mal der Name Jehova. Ja, insgesamt ist er sogar 7000 Mal in der Heiligen Schrift vorhanden. Altes Testament, wir reden vom Neuen Testament. Ja. Weil wir reden ja nicht von dem Griech. Ist weggelassen? Nein, wir reden ja von den Manuskripten. Weil in den Manuskripten des Alten Testaments steht ja das Tetragrammaton. Ja. Aber im Neuen Testament, das ist ja von den vier, also erstmal die 27 Bücher, die 14 vom Apostel Paulus und so weiter, ja. Hier steht ja kein einziges Mal der Name Jehova. Wenn wir jetzt diese Sache annehmen, wer die Wahrheit und Ausübung bietet, einzig oder allein Jehova an, macht Jehovas Namen bekannt. Das wäre dann, dass das Neue Testament den Namen nicht bekannt macht. Ja, auf jeden Fall wird er doch da gebraucht. Wo ist der Name Jehova im Neuen Testament? Ich sage Ihnen eins, bitte. Auf vielen Stellen, Johannes gebraucht ihn sehr oft. Schauen Sie mal, das ist in der Übersetzung der Zeugen Jehovas, wir reden jetzt nicht von der Übersetzung. Nein. Dann finde ich ihn bei den anderen Übersetzungen, finde ich dann nur noch Herr, oder Sie verwechseln das mit dem Alten Testament, schauen Sie mal. Nein, auch mit dem Neuen. Nein, schauen Sie mal, Sie verwechseln, gucken Sie mal, Sie sagen ja, Sie haben aber das auf Griechisch gar nicht gelesen. Nee, auf Griechisch kann ich es nicht lesen. Ja, sehen Sie, aber was sind die Manuskripte des Neuen Testamentes? Griechisch? Ja, sicher. Ja, also, woher wollen Sie wissen? So, ich weiß es ganz genau, er kann altgriechisch, das sind die Manuskripte, Codex Syriaticus, der älteste aus dem 4. Jahrhundert und so weiter, steht kein einziges Mal der Name Jehova drin. Kein einziges Mal. Und Jesus, was hat Jesus laut Bibel am Kreuz gesagt? Eli, Eli, lama sabachthani. Was hört sich hier an? Eli, 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 lama sabachthani? Oder Gott, Gott, lama sabachthani? Warum hast du mich verlassen? Oder Jehova, Jehova, yamad, lama sabachthani? Oder Allah, Allah, lama sabachthani? Was hört sich ähnlich an? Warum hat Jesus diesen Namen nicht benutzt am Kreuz? Wir hatten aber schon allein im Mustergebet, hat er darauf hingewiesen, er sagt, der Name wäre geheiligt. Aber schick. Und, Guck mal, aber ich gebe Ihnen einen Tipp. Ich gebe Ihnen einen Tipp. Ja? So, im Alten Testament, die
wir haben hier, das kennen ja Septuaginta Version und so weiter. Hier steht der Name Jehova oder sagen wir mal das Tetragrammaton drin in den Manuskripten. Im Neuen Testament sage ich Ihnen, gehen Sie zu den Manuskripten zurück, fragen Sie jemanden, folgen Sie nicht blind, weil hier geht es um ewiges Heil. Hier geht es um ewiges Heil, steht kein einziges Mal der Name Jehova. Und Sie sagen selber, dass diese Leute hier die Bibel gefälscht haben, in dem Sinne, dass sie den Namen Jehova nicht übersetzt haben. Wenn ich aber jetzt auf Theos auf Griechisch, Theos, Jehova mache, dann ist das genauso eine Fälschung und das in der Bibel dazu. Ganz klarer Fall. Ganz klarer Fall, weil es in den Manuskripten des Alten Testaments nicht drin ist. Genau. Wir haben gerade in den Neuen dann Paulus erwähnt. Paulus verschreibt der. Moment. Worum geht's denn? Ja, Römer. In Römer. Römer 10, Vers 13 sagt er, wenn jeder, der den Namen Jehovas anruft, wird gerettet werden. Ja, das ist in Ihrer Übersetzung. Aber wir reden von den altgriechischen Manuskripten. Wir reden von den alten, den Namen Jehovas Manuskripten. Genau das habe ich da steht Theos, das ist ja das Problem. Sie reden jetzt vom Alten Testament. Sie reden vom Alten Testament. Stimmt, im Alten Testament steht das Tetragrammaton, steht dort tausende Male. 7000 Mal fast. Ja, ich sage tausende Male, dann habe ich keinen Fehler gemacht. Kein Problem, wir stimmen mit Ihnen überein. Aber Problem ist, wir müssen ja auf die Manuskripte zurückgehen, weil ansonsten müssen wir sagen, ja, wir akzeptieren jede Bibel. Wir akzeptieren die Bibel hier. Ja, Jesus Sirach, 42, Vers 14, ein unfreundlicher Mann ist besser als eine freundliche Frau, ja, apokryphe Schriften, laut Ihrer Lehre. Ja, jedenfalls, wir müssen ja auf die Manuskripte zurückgehen. Wir können ja nicht sagen, ja, okay, wir haben das jetzt hier bei uns in der Bibel, haben wir Jehova stehen, also ist Jehova der Name, sondern wir müssen ja zurückgehen zu den alten Manuskripten. Wenn ich jetzt andere Bibeln nehme, wo der Name weggelassen ist, dann steht dann doppelt RR. Du sollst den Namen des Herrn steht dann drin. Ja. Welchen Namen hat er? Ja, aber das spielt ja keine Rolle. Es geht ja darum. Ist nicht dasselbe. nee. Der Schöpfer ist immer derselbe geblieben, okay. Von alters her. Okay, eine Frage. Ich weiß ja nicht, Ihr Vater, vielleicht ist er 100 Jahre, sagen wir mal, geworden, nach 50 Jahren hat er den Namen geändert? Kann er ändern, aber kein Problem. Hat aber nicht. Kein Problem. Nein, eine Frage. Gott auch nicht. Eine Frage. Ist es eine Fälschung von den Katholiken, dass sie von den alten Manuskripten, wir reden von hebräischen Manuskripten, alte hebräische Manuskripte, anstatt Jehova zu übersetzen, Herr übersetzt haben? Dann haben Sie die Bibel gefälscht. Ist das ein Fälschung? Auch Griechisch ist das gefälscht. Sie haben Teile weggelassen. Also ist eine Fälschung? Ja. Okay, gut. Das heißt, die Katholiken haben die Bibel gefälscht, weil die Jehova, wir haben Jehova zu Gott gemacht oder zu Herr gemacht. So, jetzt kommen wir zum Neuen Testament. Moment, Sie sind ja dahin, Sie sind ja ganz schlau hingegangen. Das ist wahrscheinlich für den Anwalt gelügt, das. Sie haben ja dann als Fußnote geschrieben, da wo der Name Herr nur steht, dass das eingesetzt ist für den Namen Jehova. Ja, aber trotzdem, ein Fehler, weil Sie haben ja hier auch geschrieben, dass der wahre Glaube den Namen predigt. Ja. Jetzt kommen wir aber zum Neuen Testament. Ja? Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, Paulus, Petrus und so weiter, 1. Brief, Johannes, Offenbarung, Apostelgeschichte und so weiter. Ja? So, in diesem Neuen Testament gehen wir jetzt zurück zu den Manuskripten. Wir haben eben gesagt, in den Manuskripten steht Jehova. Sagen wir Jahwe. Wir nehmen jetzt Jehova an, um auf einen Punkt zu kommen. Ansonsten diskutieren wir nur drumherum. Dort steht Jehova. Die haben aber statt Jehova zu schreiben, haben sie geschrieben Herr. Fußnote, sie sagen, das ist verkehrt. So, ich sage, das ist verkehrt. Genau das Gegenteil. Wenn Gott stehen würde, Jehova zu schreiben. Und in den Manuskripten des Neuen Testamentes steht kein einziges Mal der Name Jehova. Und sie haben, da steht nämlich Theos, altgriechisch Gott, und man hat daraus Jehova gemacht. Deswegen, wir brauchen da gar nicht mehr darüber zu diskutieren. Ich sage Ihnen, gehen Sie mit jemandem, der objektiv ist, zu den Manuskripten, Codex Suriatus und so weiter. Man kann darin eingucken und schauen Sie, ob dort der Name... Jehova drin steht. Sie werden sehen, dass dort kein einziges Mal Genau das machen wir, dass wir anschließend hier eines Tages wieder als Freunde sitzen und uns nicht hier
Nee, das ist die Sache, das ist ja politisch. Wir führen ja Diskussionen über bestimmte Sachen. Wir lernen ja auch noch. So, und das Problem an der ganzen Sache ist, schauen Sie mal, selbst wenn Sie uns jetzt sagen, wisst ihr was, der im Neuen Testament steht der Name Jehova. Wir haben davon eine andere Auffassung. So, wenn das der Name ist, kein Problem, weil für uns, in unserem Glauben, damit können Sie sich überzeugen. Wenn Sie mal sagen wollen, damit können Sie nicht kommen. Für uns ist die Eigenschaft Gottes wichtig, in erster Linie. Und Gott hat bei uns viele Namen. Sie haben auch mehrere Namen. Vielleicht. Mein Vater ist Walter Heinrich. Ist Walter der Name Heinrich nicht? Doch, sehen doch, Sie? Und Vogel ist auch der Name. Sehen Sie? Also ich heiße Vogel. Nur mal nebenbei, damit wir uns mal kennenlernen. Jedenfalls, so, das ist für uns nicht entscheidend. Und jeder Name spielt eine Eigenschaft wider. Das Problem, was wir haben, ist ein ganz anderes Problem. Die Authentizität der Bibel. Denn egal mit was wir uns aus der Bibel kommen, wenn es dem Koran widersprechen würde, egal ob der Name Jehova oder nicht Jehova oder Kreuzigung, wir sagen ganz klar, und das ist eine ganz klare koranische Lehre, mit Textstellen belegbar, dass die Bibel gefälscht ist. Punkt. Das, was sie auch bestätigen. Das sagt der Koran ganz klar. Suche 2, Vers 75, Suche 2, Vers 79, Suche 4, Vers 8, Füllung 5, Vers 48. Ganz klar. So. Was wir jetzt rausfinden müssen ist, ist die Bibel das unveränderte Wort Gottes? Ja, das haben wir ja. Wo wir Beweise haben, zum Beispiel die Jesaja-Rollen, die gefunden geworden sind, wissen Sie auch, vergriffen. Ja. Okay. Die Wörter, ja, nee. Kein Problem. Also ich lasse mal, ja, Entschuldigung. Ja, die Jesaja-Rollen sind gefunden worden, ja bitte. Ja. Jetzt, wir lassen also jetzt, wir können das ja überprüfen lassen, also wir brauchen jetzt welche Schriften, damit ich mir das genau aufschreibe. Codex Syriaticus, altes, die ältesten Manuskripte des Neuen Testamentes. Gut, dann haben wir das. Jetzt. Sie sagen, entschuldigen Sie. Aber noch zum Koran. Ja, bitte schön. Ja, bitte. Stimmt das doch, was hier geschrieben steht? So, wer hat die Übersetzung geschrieben? Das ist schon mal eine Übersetzung. Wer hat die Übersetzung geschrieben? Hat die Übersetzung einen Muslim geschrieben? Welcher Vers? Die ist gar kein Vers. Ist ja kein Vers im Koran, das ist ein Vorwort. Vorwort. Also wollen wir jetzt nicht sagen, das Vorwort beweist jetzt die Zeugen Jehovas. Beweist auch nicht das Vorwort, was er nicht... aber und wir haben ihn schon gesagt, selbst wenn, das hat... Wir gehen ja noch weiter. Ich hatte Ihnen ja die Schrift hinterlassen. Alles haben Sie das durchgelesen? Ist kein Problem. Haben Sie durchgelesen? Ich kenne das sowieso. Worum geht's hier? Hier heißt es ja, dass... So, 27, Vers 40. Ja. 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 Dass der ja hier... Der Koran berichtet von jemandem, der Wissen aus den Schriften besaß, an Nami, 27, Vers 14. Asaf. Ja, Sie können das besser in dem Kommentar, das Jalalain, zu diesem Vers erklären. Nicht nur Jalalain. Es war Asaf, der Sohn Berechas. Er war ein gerechter Mann. Er kannte Gottes Größe, den Namen, und wann immer er ihn anrief, wurde er erhört. Genau. Und jetzt sagen Sie Psalm 83, dass dort, er hat ihn geschrieben und da steht der Name. Ja, das meinen Sie. Genau. Kein Problem. Wir haben ihn schon gesagt. Nee, nee. Ja, doch. Für mich bleibt erstmal wichtig, solange ich keine anderen Beweise habe, ist der Name Jehovas auf jeden Fall, der ist unverändert. Ja. Nicht? Okay. Und das, dem zählt die Achtung. Kein Problem. Schauen Sie, wenn Sie aber den Koran benutzen wollen, jetzt als Beweis, obwohl Sie an den Koran nicht schreiben. Nein, die schreiben ja nicht. Das ist kein Vorwort. Da müssen Sie uns ein Vers zeigen, wie wir ausgleichen. Nee, ich will ja kein Vers. Okay, Vorwort. Schauen Sie mal, ich habe auch ein Vorwort. Ich habe ein Vorwort in der katholischen Bibel. Hier steht drin, dass man nicht weiß, wer das Matthäus-Evangelium geschrieben hat. Es war wahrscheinlich der Zöllner von Kapernaum. Würden Sie dieses Vorwort akzeptieren? Man weiß nicht genau, wer es geschrieben hat? Nein. Würden Sie nicht akzeptieren? Sehen Sie, warum sagen Sie, bei uns akzeptieren Sie das Vorwort? Es ist mit anderen Worten, das ist doch nicht Koran, das ist ein Vorwort vom Koran. Das ist auch wichtig. Ich kann auch eine Bibel nehmen, wenn ich irgendein Vorwort mache. Und ich bestätige irgendwas im Vorwort, was nicht Koran ist. Alle drei geschrieben haben das ja nicht umsonst geschrieben, nicht? Ja, wir hatten ja, die haben das auch nicht umsonst geschrieben. Hier der Koran da. Ja, aber wer hat den Koran geschrieben? Weiß ich doch nicht. Ja, das kann ja irgendwie nicht. Die haben das ja auch nicht umsonst geschrieben. Wissen Sie doch, sehr gut. Dann lesen wir mal. Darf ich mal kurz haben? Wissen Sie doch, Sie kennen die doch besser. Gut.
Dann lesen wir mal. Woltmann ist kein Russe. Ja, ein Verlag. Das dann lesen wir, da ist ein Vorwort. Aber dann lesen wir mal hier das Vorwort aus der Bibel. Der hat das heraus, der Verlag. Aber wer ist der Schreiber? Wer ist Ludwig Ullmann? Ist er auch. Ihr kennt keinen Mensch. Also ist er kein Schreiber vom Koran, von einer Person, die wir kennen, dass er bekannt in der Übersetzung des Korans ist. Und der Koran hat das Wort. Warten Sie mal, ich habe hier auch ein Vorwort aus der Bibel. Ich lese das mal vor. Weil wenn Sie bei uns ein Vorwort akzeptieren, müssen Sie bei Ihnen in der Bibel auch ein Vorwort akzeptieren. Ne? Ansonsten wäre es sehr unlogisch. Ne? Ich nehme mal hier das Vorwort vom Markus Evangelium, hier aus der Einheitsübersetzung. Ja? Hier steht der Anhang, also Bibel muss ja alles von Gott sein, ne? Hier steht der Anhang 16, 9 bis 20 wurde erst im 2. Jahrhundert von unbekannter Hand angefügt. Vermutlich weil der Eheschluss 16,8 nicht befriedigte. Würden Sie sowas akzeptieren? Nein. Dass etwas nicht zum Neuen Testament dazugehört, sondern später hinzugefügt wurde? Der Anhang. Ja, 16, ein Kapitel hier. 16. Und man weiß nicht, wer es geschrieben hat. Also wenn Sie einen Zettel auf der Straße finden würden und wissen nicht, wer das geschrieben hat, dann würde ich draufstehen, Sie müssen 50 Mal am Tag beten, dann würden Sie nicht anfangen zu beten. Also man muss Gewissheit haben, wer es geschrieben hat. Ja. Okay. Aber hier steht im Vorwort, dass man nicht weiß, wer das Markus-Evangelium geschrieben hat. Den Rest. Ja, aber hier diesen Schreiber, den haben Sie aber im Koran stehen. Den haben Sie. Ja, nee, Einen Moment, bitte. Wir müssen ja Punkt für Punkt gehen. Ja, Sie haben ja, eben, ja noch den Namen. Warten Sie mal, wir haben eben gesagt, Sie haben eben gesagt, das Vorwort hiervon ist der Beweis dafür, dass Jehova im Koran steht, richtig? Ja? Oder so ähnlich. Jetzt haben wir gesagt, hier steht im Vorwort, dass das Markus-Evangelium, der letzte Schluss, man weiß nicht, wer das geschrieben hat, und das ist jetzt im 2. Jahrhundert gefunden worden, dazu hinzugefügt worden. Obwohl das Markus-Evangelium ja schon im 1. Jahrhundert nach Christus geschrieben wurde. Also Sie würden sagen, so ein Vorwort akzeptieren Sie nicht. Also können Sie das Vorwort in der Koranübersetzung von irgendeinem Nicht-Muslim auch nicht akzeptieren. Ja, dann nehmen Sie ja Stellung zu. Okay, dann nehmen Sie, wir sagen ja, das wollte ich sagen. Aber jetzt, der Witz ist ja, hier ist ja die Bibel von Zeugen Jehovas, ne? Ja. Also die akzeptieren Sie. Ja. So, hier steht, langer Schluss. Hier steht langer Schluss. Gewisse alte Handschriften, ACD und Übersetzung, VGSY, enthalten außerdem den folgenden Schluss, der aber im Codex Suriacus fehlt. Ja. Das heißt, dieser lange Schluss, der ist bei Ihnen auch genauso hinzugefügt worden, wie es hier steht. Ist nicht so. Ja, Sie haben eben gesagt, dass Sie sowas nicht akzeptieren würden. Im Wort Gottes hier bei Ihnen steht, dass dieser kurze Schluss, und das haben selber Ihre Leute geschrieben, dass das später hinzugefügt wurde. Dass der nicht in den ältesten Handschriften vorhanden ist. Ja, also ich frage mich jetzt, wie wird aber vermerkt dann. Ja, aber okay, wurde vermerkt. Ja, ja. Aber das zeigt schon, dass Sachen in die Bibel der Zeugen Jehovas gekommen sind, die nicht in den ältesten Manuskripten drin sind. Jetzt haben Sie eben gesagt, dass Sie es nicht akzeptieren würden, wenn man nicht weiß, wer die Bibel geschrieben hat. Richtig? Haben Sie gesagt. Okay, hier steht, hinten im Verzeichnis der Bücher Zeugen Jehovas, hier steht, die Namen der Schreiber einiger Bücher sowie die Orte ihrer Niederschrift sind ungewiss. Das heißt, Sie haben keine Gewissheit darüber. Sie haben eben gesagt, Sie würden das nicht akzeptieren. Ich akzeptiere ja die ganze Bibel, weil ich ja weiß, dass Gott der Verfasser ist. Ja, aber hier steht, der Schreiber ist. Eben haben Sie gesagt, das würden Sie nicht akzeptieren. Ja, haben andere geschrieben. Lassen wir mal vor uns machen. Ja, okay, kein Problem. Wir besorgen, wir sind ja jetzt hier zusammengekommen. Ja, über den danke. Wir besorgen. Wir sind auch zu Ihnen gekommen. Sehr gut, ja, freut mich sehr. Wissen auch zu schätzen, vielen Dank. Oder haben wir die Schuhe ausgezogen? Entschuldigung. Ja. Ich hoffe, es ist Ihnen nicht zu kalt. So, also wir besorgen die alten Manuskripte vom Neuen Testament. Genau, machen Sie das. So. Und dann sitzen wir wieder als Partner hier. Wunderbar, aber eine Frage habe ich noch, okay? Sie wollen jetzt gehen schon, oder wie? Eine Frage machen Sie noch. Nehmen wir auf die Zahlen zu. Ja, eine Frage machen Sie. Haben Sie die Bibel dabei? Das war alles so. Können Sie mal näher Nehemia aufschlagen? Nehemia 7. Nehemia 7, Vers 6. Haben Sie es?
guck vorne. Ich habe nichts dabei. Der ist kein Problem. Weil mich interessiert nämlich auch, was da dran steht. Ja, ja, machen Sie das. Also wie gesagt, Sie sind bei uns immer sehr herzlich willkommen. Alhamdulillah. Freut mich, so Leute wie Sie zu sehen. Ich meine es ernsthaft. Was sagt denn der Kapitel? Nehemia 7, Vers 6, bitte. 7, Vers 6. Ja. Hier steht, ne, ich lese aus Esra 2 vor, das ist dieselbe Geschichte, ja. Und dies waren die Söhne des Gerichtsbezirks, die aus der Gefangenschaft der ins Exil weggeführten, hinaufgezogen, welche Nebukadnezar, der König von Babylon, ins Exil nach Babylon weggeführt hatte und die später nach Jerusalem und Juda zurückkehrten. Das ist genau dieselbe Stelle hier, ne? Moment, Nehemiah 7, ach, entschuldigt. Ja, gerade von Esra. Ich habe von Esra vorgelesen. Ja, das war von Esra vorgelesen. Jetzt gehen wir auf Nehemiah. Also ich lese mal kurz von Esra vor, ja? Nochmal. Ich war der verkehrte Satz. Das ist ja kein Problem. Deswegen stimmt er das nicht überein. Das passiert natürlich nicht. Nehemia 7, Vers 6. Ja. Außer Gott. Gott passiert sowas natürlich nicht. Ja. Weil Gott ist perfekt. Ja. Und dies waren die Söhne des Gerichtsbezirks, die aus der Gefangenschaft, der ins Exil weggeführten, hinaufzogen, welche Nebukadnezar, der König von Babylon, ins Exil nach Babylon weggeführt hatte und die später nach Jerusalem und Juda zurückkehrten. Jeder in seine eigene Stadt. So. Hier bei 6 steht, dies sind die Söhne des Gerichtsbezirks, wieder Gerichtsbezirk, die aus der Gefangenschaft, der ins Exil weggeführt, hinaufgezogen, welche Nebukadnezar, der König von Babylon, ins Exil weggeführt hatte und die später nach Jerusalem und nach Juda zurückkehrt. Also ist dieselbe Geschichte, ja, ja. Ne? So. Dann fängt bei Vers 8 fängt er an, die Zahlen aufzuzählen. In Esra werden die, lesen Sie mal ab Vers 8, die Söhne Parosch. Die Söhne Parosch, 2172. Ja, sind in Esra genauso viele, stimmt überein. Und dann die Söhne Sheriatz ja. Oder so, ne? Wie viel sind das? 372. Dann kommt Arach, ne, wie viel sind das? Moment. Arach. 652. Gut, in Esra steht 775. Ja, ne, Moment. Achso, 7, da ist ein Unterschied. In Esra steht 775, das ist also ein Fehler. Ein Fehler. Jetzt danach kommt, also hier schon steht 775, da steht 652. Das ist der Vers, Esra 2, Vers 4. Und bei Ihnen ist Nehemia wie viel? Nehemia 7, Vers 9. 7, Vers 9, genau. Die muss man gegenüberstellen. Gut. Dann, Pahat Moabs von den Söhnen Joshuas und Joabs. Wie viel sind das in Nehemia? Moment. Muss ich erst wieder finden. Die Söhne Schäfers, diese Aschers, die Söhne Aschers sind 2818. Gut, in Esra 2, Vers 4, da steht, dass das 2812 sind. Also wieder eine andere Zahl. Dann gehen Sie mal zu Sattus, dann kommt Elams, das ist wieder genau dasselbe, 1254. Ne? Und dann kommt Zakkais. Ne? Zakkais haben Sie dann nachher. 760. Ja. Da haben wir hier, bei Zakkais 760? Ja. Nee, ich meine Sattus, Sattus kommt davor. Ja, Sattus mit Doppel-T. Sattus 845. Ja, hier steht 945. Hier steht 945. Also das erste war Esra. Ja. Also Sie können das am besten, ich gebe Ihnen einen Tipp. Schauen Sie mal. Ich habe das hier auch so gemacht. Man nimmt einfach die Sachen, schauen sich das zu Hause an. Dann habe ich einfach die Namen aufgeschrieben und auf der anderen Seite genau die Namen mit den Zahlen von Dings aufgeschrieben. Ja? Insgesamt kommen da 18 Fehler raus. Aber ich sage also, den Zahlen. Ja, natürlich. Aber wenn das von, wenn Gott perfekt wäre, dann könnte ja, das natürlich nicht, was sein perfektes Wort. Aber ich sage Ihnen etwas anderes. Ich sage Ihnen etwas anderes. Können Sie Hebräisch? Ja, nein. Gibt es irgendwo im Alten Testament der Name Jesus? Das ist der Voraussage, nicht Messias, nicht Knecht Gottes, sondern der Name Jesus. Kommt der irgendwo im Alten Testament vor? Also ich habe mit
viel diskutiert, Evangelikale auch, oder schon Jehovas. Der Name Jesus selber nicht, der Knecht Gottes, der Messias, wir haben ja auch kein Problem damit, als Messias zu akzeptieren, wir lieben Jesus, ja. Wir glauben, dass er von der Mutter Jungfrau Maria geboren wurde, dass sie Jungfrau gewesen ist, durch ein Wunder vom allmächtigen Gott. Wir glauben, dass er Wunder gewirkt hat, dass er einer der mächtigsten Gesandten des allmächtigen Gottes war. Und wir glauben, dass wir Gott so anbeten müssen, wie er angebetet hat. Matthäus 26, Vers 39, mit seinem Gesicht auf dem Boden. Aber was ich Ihnen im Alten Testament zeigen kann, ist der Name Mohammed. Aber nicht im, natürlich nicht in der Übersetzung, sondern im Hebräischen. Und zwar im Hohelied 5, Vers 16. Ich lese Sie das mal eben, der Esra eben, dass ich mir das aufschreibe. Esra 2 war es, ne? Esra 2, Nehemia 7. Ja. Nehemia 7, Vers 9 habe ich, aber Esra habe ich nicht. 2. Esra 2, da wieder die Folge aufgenommen. Dann fängt das an aufzählen, dann mussten sie die Aufzählung von S aufschreiben, was da für Zahlen dabei rauskommt, und dann von René vergleichen, dann sind sie alles vergleichen, ja, so Filter kommen. Ganz einfach genau. Das ist Esra, das fängt an bei Esra, Entschuldigung, weil ich da genau helfe. Esra 2, ja, aber ich will ja auch genau, achso, hier habe ich das gar nicht. Esra 2, einen Moment bitte, das fängt an, ach, das fängt direkt am Anfang an, Esra 2, Vers 1. Ich lese das mal kurz auf Hebräisch vor, jetzt ist das mal blöd. Das ist natürlich dann nicht so übersetzt, dass man den Namen, das wäre eine Katastrophe für die katholische Kirche, ne? Oder? Für die, die die Steuer bezahlen. Hier steht, Hippo, müssen genau zuhören. Also, Entschuldigung, nicht, dass er das beleidigt lässt. Hippo, das heißt sein Mund. Hippo Mamtekim, das heißt der Mund ist voll Süße. Ukullu Muhammad Dim, Zadu di Wazarai Beino Jerusalem. Haben Sie Muhammad gehört? Muhammad Dim. Dieses Im kennen Sie von Elohim. Das ist vom Respekt her, wie bei Elohim heißt nicht mehrere Götter, wie die Evangelikalen, die Pfingster behaupten, sondern bedeutet als Respekt für Gott. Elo, Allah. Na, hier sagt er, sein Mund ist voll Süße. Alles ist lobenswert. Mohammed, dies ist mein Geliebter, dies ist mein Freund, o ihr Töchter Jerusalems. Dann haben wir in Jesaja 19, Vers 12. Da steht, was hatten Sie mit Hohelied? Hohelied 5, Vers 16. Dann haben wir Jesaja 19, Vers 12. Da steht, wissen Sie, wie der Prophet Mohammed die erste Offenbarung bekommen hat? Der Engel Gabriel kam zu ihm und sagte, lies. Und er hat gesagt, ich kann nicht lesen, ich gehöre nicht zu den Lesen. In Jesaja 19, Vers 12 steht, und das Buch wird jemandem gegeben werden, der nicht der Schrift unkündig ist, indem jemand zu mir sagt, lies, und er wird sagen, ich kann nicht lesen. Dann im Johannesevangelium, Jesaja 19, Vers 12. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich gucke nochmal nach, nicht, dass ich das falsch im Kopf habe. Aber soweit ich weiß, 19 Vers 12. Einen Moment. Ich habe etwas Falsches gesagt, aber... Nee, das habe ich nicht getan. Das ist nicht 19 Vers 12. Nee, das ist 29 Vers 12, Entschuldigung. 29 Vers 12. Boah, also das kann man nicht alles. Habt ihr es im Hinblick? Ich muss eben, wir vergleichen die Sachen, lassen die ich lasse das von selbst kommen, dann setzen wir uns wieder zusammen. Weil jetzt, wir können mit Hebräisch, wir können die Antworten. Und das Buch soll jemandem geben. Sie sind da drin in Hebräisch, in den Dingen. 29 Vers 12. Er kann Griechisch und ich kann Arabisch. Wissen Sie, ich sage Ihnen ganz ehrlich. Was ist in Jesaja 29 Vers 12? Was ist da für eine Diskrepanz? 29 Vers 12. Es geht darum, dass da steht, das Buch wird jemandem gegeben werden, der der Schrift unkundig ist. Jeder zu sagen, liest und er wird sagen, ich kann nicht lesen. Und das ist genau die Situation, weil Mohammed war ein Analphabet gewesen. Er konnte nicht lesen und nicht schreiben. Das hat Gott extra so gemacht, dass er das Buch kriegt, damit nachher keiner sagen kann, er hat abgeschrieben und abgelesen. So, da kam der Engel zu ihm in der Höhle, hat zu ihm gesagt, liest und er hat gesagt, ich kann nicht lesen. Und dann hat ihm das vorrezitiert, diese ganze Stelle. Wie gesagt, Jesaja 29 war das. Ja. Wissen Sie, wie Sie ja selber... Wie Sie auch selber sagen, wissen Sie auch, und das ist ja, das finden wir auch an Ihnen sehr gut, an den Zeugen Jehovas, dass Sie einen Unterschied machen zwischen Jesus und zwischen dem allmächtigen Gott. Das ist ein dreieiniger Gott. Ganz genau. Und das wirklich... Und das, wie sehen Sie denn den Geist? Der Geist ist bei uns der Engel Gabriel. Ja. Der Erzengel Gabriel. Das ist ja die Macht Gottes eigentlich. Ich wollte sagen, ja. Die
wie gesagt, das ist bei uns, es gibt nur einen Gott. Gott ist aber Heilige, Gott ist kein Gott von Kung Fu. Jetzt lass uns noch kurz hier zurückzukommen, den erkennen Sie ja an. Und der hat den Namen Jehova geschrieben. Der steht ja jetzt auch bei Ihnen im Koran drin, nicht? Auch im Original, nicht? Ja, es steht in Sura 27, Vers 40 ist das, ne? Sura 27, Vers 40, Namel, Vers 40 ist das. Also bei uns steht nicht, dass er den Namen Jehova geschrieben hat. Das sind andere Schriftstellen. Koran betreut hat auch gefallen, in Gottes alten Büchern nach Antworten zu suchen. Siehe Jonas, was heißt das? Jonas, das ist Jonas, das ist 10 Vers 94 ist das. Ja, ja. Guck doch mal danach. Vers? Ja, ich habe im Kopf. Ja. وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرُؤُونَ الْكِتَابَ وَيَعْلَمُونَ. Das heißt, solltest du im Zweifel sein über das, was zu dir herabgesandt worden ist, dann frage die, die vor dir das Buch gelesen haben. Aber da steht nicht, dass man in dem Buch lesen soll. Aber wissen Sie, im Koran ist es sowieso eine Sache, dass jeder Vers zu einem bestimmten Ereignis herabgesandt wurde. Ja. Dieser Vers wurde herabgesandt, weil im Koran drin steht, der Gesandte, der Prophet, der Schrift unkündig ist, Jesaja 29, Vers 12, den sie bei sich im Buch vorfinden. Dann sagt er, O Mohammed, solltest du darüber im Zweifel sein, über diese Sache, dann fragen die, die vorher das Buch gelesen haben. Wer ist damit gemeint? Damit ist gemeint Abdullah ibn Salam, das war der größte Rabbiner der Juden, der damals in Medina zum Islam übergetreten ist und der das bestätigt hat. Deswegen. Also es hat mit dieser Sache, mit in der Bibel lesen heutzutage hat es nichts zu tun, das ist ein ganz anderer Zusammenhang. Gut, also wir klären das. Ich muss gut. Um 17 Uhr mein Gut. Es hat uns sehr gefallen. Ich bin sehr erfreut, Sie zu sehen. Ja. Ich möchte Sie mal gucken. Ja, komm, ich kann Sie nicht stören. Wenn ich stören. Ja, ich denn, dass wir uns nochmal treffen. Ja, wenn ich rufe Sie an, wenn Sie wollen, oder? Ja, ja, jederzeit. Wie gesagt, hat uns gefreut. Haben Sie kein Telefon? Dass ich sie anrufe. Ja, ich kümmere, du musst den Koran, der hilft. Achso, Entschuldigung. den wollte ich mir nicht unter den Nagel reißen. Deswegen bin ich dabei. Nicht, dass das falsch hängt. Deswegen. Wie gesagt, also wir würden sehr freuen, wenn wir uns nochmal sehen. Achso. Aber nette Menschen sehen wir immer gerne. Sie sind auch immer hier. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليثيره على دين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Liebe Brüder und Schwestern im Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. An alle Nicht-Muslime, ich freue mich, dass ihr dieses Video seht und dass ihr auch die Diskussion von uns seht mit den Zeugen Jehovas. Und ich hoffe, dass das dazu führt, dass sich ein Nicht-Muslim einfach mal Gedanken macht über diese Punkte, die wir besprochen haben, über diese Diskussion, auch mit den Zeugen Jehovas, auch wenn das gerade ein sogenannter Zeuge Jehovas sieht. Ich wollte nur etwas kurz dazu sagen, was wir gesagt haben bezüglich des Namens Jehova. Uns Muslimen ist es nur erlaubt, Gott mit den Namen zu benennen, wo wir ganz sicher sind, dass Gott sich diesen Namen selber gegeben hat. Ja? Und Jehova gehört nicht zu den Namen, wo wir sagen können, dass Gott sich diesen Namen gegeben hat. Aber in der Diskussion habe ich natürlich gesagt, dass wir auch nicht sagen können, dass der Name nicht von Gott ist, weil ich weiß nicht, was der Name bedeutet. Und der Prophet hat, wie gesagt, in einem Hadith gesagt, O Allah, ich frage dich bei jedem Namen, den du dir selber gegeben hast und den du in einem Buch herabgesandt hast und dem du einen von deinen Dienern gelehrt hast, oder den du in deinem verborgenen Wissen bei dir behalten hast. Das heißt, wir bestätigen nur die Namen, die wir durch Koran und Sunna genau wissen. Und Namen, die verkehrt sind, ja, die zum Beispiel aus schwachen Hadithe hervorgehen, die lehnen wir ab. Und natürlich, wenn wir hören, dass vorher in einem Buch ein Name offenbart wurde, dann sagen wir nicht Ja und wir sagen nicht Nein dazu. Ja? Je nachdem, was das für eine Bedeutung hat. Ich würde hier darauf aufmerksam machen, auch für jeden Christen, dass er einfach mal mit offenem Herz an die Sache rangeht. Und Esra 2 und Nehemia 7 miteinander vergleicht die Zahlen. Und dann wird er sehen, dass dort insgesamt 18 Widersprüche vorkommen.
und auf die es auch keine Antwort gibt. Höchstens, wenn man die Bibel nochmal fälscht, dass es dann wieder alles übereinstimmt. Aber das ist einfach so. Gott wollte, dass solche Fehler drin bleiben, damit wir genau wissen, dass wir diesem Buch nicht folgen müssen. Es wird vielleicht jemand sagen, ja okay, aber was hat das mit der Botschaft zu tun? Das ändert doch nichts an der Botschaft. Aber wir sagen doch, das ändert eine ganze Menge an der Botschaft, denn dies zeigt, dass die Bibel nicht geschützt werden konnte, sondern dass, wie in Jeremia 8, Vers 8 steht, wie könnt ihr sagen, das Gesetz Gottes und die Weisheit ist bei euch? Ja, aber der Lügengriffel der Schreiber hat es zur Lüge gemacht. Und solche eindeutigen Fehler von Zahlen, die einfach falsch aufgeschrieben werden, zeigt, dass man zu einem anderen Buch übergehen muss. Und deswegen empfehle ich jedem Nicht-Muslim, vor allem den Christen, an das Wort Gottes heranzugehen, dem Koran. Und dort steht in Sure 5, Vers 16, ja, dort steht sinngemäß, wo ihr Leute in das Buch gegeben worden ist, unser Gesandter ist schon zu euch mit der Wahrheit gekommen, um euch vieles von dem, was ihr verborgen habt, klar zu machen und vieles zu geben, vieles zu übergehen. Und von Allah ist zu euch nun schon ein Licht und ein deutliches Buch gekommen. Dies ist meine Botschaft an alle Nicht-Muslime und natürlich auch für die Muslime, damit man einige Argumente hat, wenn man beispielsweise mit solchen Leuten diskutiert. Dann für die Zeugen Jehovas insbesondere, die immer von dem Namen Jehova, Jehova, Jehova reden, dass ein Aushängezeichen der richtigen Religion sei, dass man den Namen Jehova predigt. Zu ihnen sage ich nur, warum haben die Evangelisten, das heißt Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, dann diesen Namen nicht gepredigt? Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.